2006 hat man ja gedacht, Monroes, das sind nette Mädels, sehen geil aus, haben eine noch geilere Stimme, haben einen Hit und dann war es das. Aber ihr habt ja gezeigt, es geht ja auch anders, ihr seid wieder da, voll durch, ihr seid voll durchgestartet. Strictly Physical, euer aktuelles Album, ist auf Platz 2 gleich geschossen. Was macht ihr jetzt anders? Wir haben eigentlich nichts anders gemacht. Wir haben sehr hart an uns gearbeitet und für uns war es halt nie so, dass wir weg waren, sondern einfach für uns war es okay, jetzt sind wir da und jetzt wollen wir durchstarten. Halt die Medien haben es immer sehr, sehr hochgedingst und ja, wir haben halt hart an uns gearbeitet. Natürlich macht dir solche Kritik, wenn man so Artikel schreibt und so, macht dich das halt noch härter. Für uns war es halt nie die Frage. Weißt du, wir wollten Musik machen, das machen wir jetzt auch gerade und wir haben uns halt unseren Traum erfüllt. Und wir sind am Start. Ihr seid am Start. Ihr jettet ja ständig hin und her, also ihr seid von hin nach da. Was sind denn so die wichtigsten Dinge, die immer bei Monos dabei sein müssen? Drei Dinge. Handy. Also Handy ist ganz sicher, ganz wichtig. Make-up. Beauty Case mit Make-up und allem. Der iPod ist ganz wichtig. Der Was hast du drauf? alles, alles Mögliche für jede Stimmung, für jede Laune. Alles. Sonst noch was? In meiner Handtasche ist ganz schön viel drin. Ich habe immer so auch Süßigkeiten für kleine Kids parat. Hast du dabei? Meine Handtasche ist jetzt in der Kabine, aber da ist immer was drin. Immer Süßigkeiten, wenn ich kleine Kinder sehe, komm her. Und mein Beauty Case ist immer am Start, mein Handy ist am Start, mein Kabel ist immer am Start. Und ja, und wie gesagt, der iPod, der darf halt nicht fehlen. Jetzt ist ja ein Interview wie das nächste irgendwie. Welche Fragen nerven euch am meisten? Und wie ist es so als Superstar? Und versteht ihr euch wirklich? Und hat sich euer Leben wirklich so radikal verändert? Ja, da schließe ich mich eigentlich an. Welche Frage würdet ihr denn gerne mal beantworten, die euch noch nie gestellt wurde? Lass mich mal nachdenken. Ah ja, mit wem würdest du denn gerne im arabischen Bereich ein Lied schreiben oder irgendwas produzieren? Mit wem würdest du denn gerne im arabischen Bereich was produzieren? Das ist eine ganz schlaue, ne? ich würde sehr, sehr gerne mit Cheb Khaled arbeiten oder Cheb Mami. Bei Frankreich ist klar, Buba ist in the house. Und halt auch Freeman und so die ganzen französischen MCs. Bei dir? Bei mir, ich denke mal, viele türkische Stars und sonst in Deutschland auf jeden Fall der Xavier. Und die Frage bei dir, welche Frage möchtest du gerne beantworten? Die gleiche mit Bauau. Jetzt seid ihr drei Mädels. Ja, ich Ja, weiß. drei Mädels in einer Band. Was muss ich denn erfüllen, damit ich das vierte Monroes Bandmitglied werden kann? Außer singen. Jetzt singen ist jetzt, ne? Du mein Schatz, ich muss dich da leider enttäuschen. Es gibt nur drei, es bleiben nur drei und es wird auch so immer so bleiben. Aber ich meine, du könntest was latzen. Ich meine, das ist kein Problem. Ja, das ist klar. Von der Ich Million immer können wir immer noch raus. zusammen dienen, weißt du?